Liebe Freunde, danke, dass ihr gekommen seid. Heute spielen wir für euch 10 Kompositionen aus unserem neuen Album Sauerstoff, die 10 Gebote. Und wir beginnen mit dem ersten Titel. Ihr habt gehört, dass den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der muss vor Gericht. Ich kannte einen, der hat schlecht gehört. Er hat das du sollst nicht töten nicht mitbekommen. Vielleicht deshalb, weil er gerade im Musikrausch war. Er hat's nicht gehört. Hat einen Spaten genommen, ist in den Garten gegangen und hat dort jemanden umgelegt. Dann ist er wieder ins Haus gekommen, hat die Musik noch lauter gedreht und hat angefangen zu tanzen. Und die Musik hat ihn angemacht. Er sah total schräg aus, total ulkig, wie er sich da so zum Takt der Musik bewegt hat. Bist du völlig abgedreht, Alex? Verfick nochmal! Was hast du da gemacht, verfickt? Du Vollidiot, hast deine eigene Frau mit dem Spaten zerhackt! Bist du übergeschnappt? Was hast du angeschnellt? Hast du ein Hieb? Aber Alex konnte nichts von dem hören, was sein Freund ihm da gesagt hat, wegen dem Kopfhörer auf den Ohren. Und wenn ihr mich fragt, sag mal, wer ist denn dieser Typ, der seine Frau da im Garten zerhackt hat und was ist jetzt mit dem? Da werde ich gar nichts antworten, weil mich das überhaupt nicht interessiert. Ich bin eine Frucht. An mir kann man ablesen, von welchem Baum ich abstamme. Aber ein fauler Baum bringt auch faule Früchte. Das heißt, dass auch die Früchte, die dieser Baum hervorbringt, wunderbar sind. Das heißt, zu einer Frucht, wie ich, gehört auch ein entsprechender Baum. An seinen Früchten sollt ihr ihn erkennen. Und die Früchte für sich genommen sind Sauerstoff. Aber nicht dieses O2, womit man Taucherflaschen füllt, sondern genau der Sauerstoff, um den es heute Abend die ganze Zeit ging. Das heißt, ich habe einen schlechten, sehr schlechten Gott. Wenn ich eine Frucht von seinem Baum bin und man den Baum nach mir beurteilen will. Sauerstoff. Ohne den kein Heiliger und kein Engel auch nur einen Schritt macht. Wenn du in die Oper gehst und denkst, dass alles, worüber hier so geredet wurde, einem logischen Gedanken folgt, dann geht's besser gleich ins Ballett. Und wenn du ins Ballett gehst und denkst, dieser Beruf beruht auf wahren Emotionen, dann suche diese Emotionen mal in der Oper, wo massige Damen Prinzessinnen geben und alternde Herren Jungverliebte. Wenn du in die Oper gehst und denkst, dass alles, worüber hier so geredet wurde, einem logischen Gedanken folgt, dann geht's besser gleich ins Ballett. Und wenn du ins Ballett gehst und denkst, dieser Beruf beruht auf wahren Emotionen, dann suche diese Emotionen mal in der Oper, wo massige Damen Prinzessinnen geben und alternde Herren Jungverliebte. Und dann brach das 21. Jahrhundert an. Das sind Alex und Alex. Das sind Menschen des dritten Jahrtausends. Behaltet sie in Erinnerung, wie sie sind. Wenn es mich nicht gäbe, wo wäre ich da? Wo? An welchem Ort? Kann sein, dort, wo alle sind, die noch nicht auf der Erde sind. Kann sein, unter denen, die noch nicht da sind. Unter denen, die noch keinen Sauerstoff eingeatmet haben.